Liebe Abgeordnete des Europaparlaments, ich bitte Sie hiermit, bei der Abstimmung im Plenum gegen die Fluggastdatenspeicherungsrichtlinie zu stimmen. Gerade nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen die Vorratsdatenspeicherung ist es vollkommen unakzeptabel, nun eine neue Vorratsdatenspeicherung einzuführen, die teilweise sogar noch über die alte Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie hinausgeht. Beispielsweise werden bei der Richtlinie zu den Fluggastdaten 5 Jahre lang Daten gespeichert und das nicht in anonymisierter, sondern nur in pseudonymisierter Form. Dazu gehören auch besonders sensitive persönliche Daten, die aus anderen Daten geschlossen werden können, beispielsweise aus den Essensgewohnheiten der Passagiere. Es lassen sich Beziehungsnetzwerke der Menschen ableiten. Das ist unverhältnismäßig. Außerdem wird durch das geplante Freitextfeld vollkommen willkürlich, welche Daten über die Personen gespeichert werden und welche Rückschlüsse darauf gezogen werden, ohne dass die betroffenen Personen eine Möglichkeit haben, diese Daten einzusehen oder dagegen vorzugehen. Das ist anlasslos und generiert neue Verdächtige ohne jegliche Begründung. Ich fordere Sie deshalb noch einmal dazu auf, gegen die geplante Fluggastdatenspeicherungsrichtlinie abzustimmen.